Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück hier zur Masochist Challenge. Ich habe Bock, wir wollen reingehen. Letztes Mal lief es eigentlich sehr solide. Man kann sich da definitiv nicht beschweren. Wir haben ein paar Wins geholt. Wir haben schon ein paar Niederlagen bekommen, aber das ist halt immer so. Ne? Das passiert halt. Von daher gucken wir mal, ob wir unser Deck jetzt verbessern wollen. Und vor allem, wir sind in Bronze. Ne? Man darf gar nicht vergessen, wir laddern ja auch. Also, ich meine, das ist der Sinn dieser Challenge. Aber wir laddern auch und deswegen rein ins Ranked. Wir wollen jetzt direkt hier gewinnen und auf Bronze 3. Ich meine, Silber werden wir dann hitten. Wir werden Silber dann hitten. Also, das ist möglich. Okay. Okay, okay, wir dürfen aussuchen, wir gehen als Zweites. Wir gehen als Zweites, wie immer. Weil es auch ein bisschen einschätzen kann, also wenn wir eine First Turn, wenn wir mal irgendwann eine sehr, sehr stronge First Turn Combo bekommen, ja, dann ändere ich den Plan. Okay, die Hand ist, I mean, wir kommen direkt auf den 2500er. Oh, wer der Reptil, ne, wäre das natürlich eine andere, ganz andere Geschichte hier. So, wir kommen direkt in 2-5er. Okay, und wir spielen gegen Tier-Elements. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das gewinnen sollen. Ach komm, Alter. Magnamut alleine generiert. Also, Magnamut wäre auch krass. Also, wenn wir Bestials kriegen in der Challenge, ne? Weißt du, das sind so Karten. Wir brauchen gar nicht ein Themendeck. Wir brauchen keine Combo. Wir brauchen nur krasse Karten. Weißt du, so Pankra, Fenrir, Magnamut. Ultra stronge Karten. Wenn wir die haben, wäre das natürlich nice. So, jetzt spielen wir gegen ein Auto hier. Der hat dieses Bundle geholt. Und der wird schon anfangen. Das ist schlecht. Der könnte Tempel spielen. Könnte, muss nicht. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Naja, wollen wir mal gucken hier. Okay, was haben wir hier? Okay, okay, okay. Ist es legit okay? Ist es okay? Ist es okay? Ey, ich würde sagen, wir gehen ganz entspannt rein mit ihm hier. Setzen den hier. Dann setzen den hier. Dann gehen wir eine Pass. Ganz entspannte Nummer. Außer der Schädel. Er denkt sich auch so, was passiert hier? Er spielt wahrscheinlich Full Deck. Er spielt wahrscheinlich Tempai sogar. Dann... viel besser, Aluba. Ja, also. Aber man muss ja mal abwarten, ne, was der Gegner so macht. Ja, freut mich für dich, dass du die Karte hast. Freut mich. Man braucht hier auch wirklich nicht suchen. Nö, also finde ich nicht. Halbmensch spielt die Karte, aber eher schon, weil er kann sie spielen, weil er kann sie auch suchen. Ne? Also manche spielen die ja nicht, weil man ja Brain Fusion suchen will, aber er zieht sie auch einfach. Was denn hier los, ey? Was sind das denn für krasse Accounts, ey? Ich habe heute einen Tag erwischt, wo jetzt irgendwie alle sagen, ey, du, ich habe seit 5 Monaten nicht mehr gespielt, jetzt spiele ich mal mein Deck wieder, Full Power hier, bin Rookie, let's go. Oder was ist hier los, ey? Eigentlich bin ich Master, aber ich werde so weit runtergerankt, weil lol. Gar nicht mal so schlecht. Also for real ist es gar nicht mehr so schlecht. Er spielt 15. Ah, guck mal, das meine ich schon. Ja, was ist das denn? Ja. Nee, brauche ich halt schon nicht mehr machen. Also, sobald er die erste sinnvolle Fusion macht, bin ich raus. Vielleicht, manchmal ist es ja so, vielleicht, guck mal, das ist jetzt nicht so. Er hat schon alles einfach. Ach nee, er kann ins Linkmonster gehen. Er geht ins Linkmonster. Ah, hier hätten wir jetzt anfangen müssen. Aber er hat ausgesucht, ne? Ja, hat er. Ja, komm. Das Ding ist aber. Warum haben die eigentlich so ein brokenes Linkmonster bekommen? Also for real, das ist so broken. Ist ja nur themenintern, deswegen ist es erlaubt. Aber Electromite ist für Pendulum generell, deswegen ist es verboten. So, komm, rein da. Nächstes Spiel hier.
Wird das hier so eine Losing Streak? Digga! Schon wieder sowas! Ja, auch, ey. Ich habe 100 Edelsteine für Accessoires ausgegeben. Ich weiß gar nicht, Dragonmate ist Nee, Dragonmate kann man im Shop kaufen, ne? Ich wollte gerade fragen, Dragonmate ein Duellpass Mate. Weil das sagt ja auch immer vieles aus, wie lange die spielen. Weil wenn die natürlich einen Duelpass Mate haben, dann ja. So. Unsere Hand ist jetzt nicht so knorke. Er steht 15. Also eigentlich brauchen wir nicht spielen, aber ja, komm. Da ist da, da ist jetzt noch der Kostenfaktor, dass wir halt sehr viele Tributmonster spielen. Ja. Ich meine, schönes Feedspell. Sehr schönes Feedspell. Also streng genommen, ganz streng genommen, ja, können wir das spielen, weil wir jetzt alles rausnehmen können, aber, also die Normals soll man rausnehmen können, aber ich meine, generell, ach, geht das jetzt schon? Nein, die kannst du nur aktivieren, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt schon? Ja, holt. Kiss a kill. Kiss a kill. Ja, komm, Normalbeschwör. Kannst du Spezialbeschwören. Ey, wie kann man so lange für Evil Twin brauchen? Ich stelle mich schon ein, hier meine 80. Niederlage zu bekommen. Meine 80. Win zu bekommen! Mensch, Meier, 21! Ja, das ist natürlich ganz klar hier die Macht meiner Fallenkarten. Er weiß, darauf kann ich reagieren, das wird nichts für ihn. Nein, ich hab nicht geguckt, wie viele... Ah, warum skippe ich immer? Das ist so normal. Normalerweise interessiert einen das nicht. Wie viele Legacy Packs? 26 schon. Uiuiui, wir haben einen mehr bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Pack. Und los geht's. Ultra! Wuhuhu! Keine Themenkarte! Wehe! Wehe, das ist eine Themenkarte! Oh mein Gott! Okay, wehe, wir haben eine Themenkarte. FA Turbo. Ja, das ist schon mal super schlecht. Okay, warte! 2000 Defense! Während des Spiels deines Gegners, du kannst einen Zauberfeinkarte für Beschwörung eine Meisterzauber von deinem Deck. Während des Spiels deines Gegners, falls eine Zauber- oder Feinkarte oder Zauber aktiviert, solange sich die Karte im Friedhof befindet, du kannst die Karte speziell beschwören. Okay, ja, jetzt 2000 Defense, aber sonst. Ja, also. Falls du sie siehst, kannst du sie vorzeigen, beschwör sehr speziell schon dann. Falls diese Karte speziell schon von Hand beschworen wird, du kannst ein Hexenmonster von deinem Deck verbannen. Falls du diese Karte ziehst. Tor! Abo-Spielzug. Ja, es geht nur mit Usain, ne? Ja. Aber 2-1 Defense. Oh, 1-6. Raid Raptor. Wir haben schon einen. Überfall Raptor. Während deiner Main Phase, falls diese Karte in den Spielzug normal oder speziell schon wurden, du kannst einen Überfallraptor wählen, das du kontrollierst, füge deinen Gegner, füge deine Hand einen Überfallraptor-Monster unterschiedliche Stufe zu. Du kannst die Karte von deinem Friedhof verbannen, erhöhe oder verringere Stufe. Ja, das ist nicht so gut. Cool, Zeitdieb. So, jetzt aber hier. Gerümpelsammler. Du kannst diese Karte vom Spielfeld und eine normale Falle in deinem Friedhof verbannen. Führe den Effekt der verbannten Falle aus. Die Aktivierungsförderung dieser Falle muss trotzdem erfüllt sein. Ah, ist ein Tributmonster leider. Wieder ein themeneigene Ultra. Es könnte so einfach sein, ne? Es könnte so einfach sein, wirklich. Es könnte so einfach sein. Ärgerlich. Ärgerlich. Es könnte so einfach sein, wirklich. Es könnte auch ein Raigeki sein oder so. Cardstar. Mal gucken, ob du wirklich ein Cardstar bist. Wir wollen nicht anfangen. So. Komm. Ja, Digga, ey, komplett übertrieben hier. Ja, Ray-Hüllen, alles, ey. Einfach alles gemacht. 10 aber nur. Okay, warte, wait, das ist... Wow, Hand ist okay. Wow, Hand ist gut. Wir müssen einen discarden. Dafür, das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber... Okay, wait, Foolish. Nein, der spielt 60 Karten, was Foolish der?
Nein, nicht Tier Elements. Bitte nein, don't do it. Ah, mit 10 extra Karten, weiß ich nicht, aber trotzdem. Leg eine Ray rein oder so. Was? Er liegt Slifer rein! Nein, das kann doch viel schlimmer werden! Okay, wait. Das ist one. Ah, Pass! Okay, warte. Okay. Wait. Okay. Oh mein Gott, wir können boosten. Okay, warte. Jetzt müssen wir hier. Oh mein Gott. Wir könnten den ohne Tribut beschwören. Ich glaube, das machen wir auch. Machen wir. So. Was gehen wir an? Weil wir wollen jetzt. Wir gehen all in und setzen die. Wir hoffen darauf, dass es zerstört. Ich glaube dran. Komm, zieh in 60 Karten schwerer Sturm, Flederwisch. Oh. Okay. Schwereffekt, kannst du ein offenes Monster wählen? Warte. Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Was du jetzt? Während der Endphase. Okay. Noch ist das. Warte, wie viel hat Isolde? Ist auch sogar ein Ritter, oder? Ist hier Isolde? Ich brauche Isolde. Isolde? Wo bist du? Isolde? Isolde, ob du erlaubt? Ah, nee, das sind die falschen. Isolde? Warte. So? Isolde! 1-6! Ja, egal. Warte, wir müssen jetzt on-man. Okay. Die Beschwörung ist erstmal okay. Das ist ja nicht so wild. Das ist ein Quick-Effekt. Das ist voll broken! Das ist die beste Karte, die wir seit langem haben. Die ist voll busted hier auf Low Elo. So, was jetzt, hä? Was jetzt? Ich weiß immer noch nicht, was man mit Slifer machen will. Mainphase Ende. Nein. Pass, okay. Das ist gut. Warte, was kann er nochmal? Während der Endphase sich an Friedhof finden ist, weil sich in dort liegt, du kannst deine Hand ein Feuerkrämonster auslaufen oder ein Ausgangskampf decken zu. Okay, er kann searchen dann, aber es ist okay. Das ist okay. Okay, boah. Wie viel Draw wollen wir denn noch haben? Wie viel ATK-Boost? Ich weiß halt nicht. Wir nehmen die Kontrolle. Ja, machen wir doch, oder? Ja, ist doch viel geiler jetzt hier. Wir nehmen den rüber. So, jetzt nehmen wir den zurück auf die Hand. Kriegen den. Jetzt beschwören wir den. Nein! Nein! Ich hab's vergeigt. Naja. It is what it is. Warte. Wie viel können wir überhaupt aufbringen? 500, 1000, 1000, 2000, 2500, 2500, 4000, das reicht nicht. 4000, nee, das reicht nicht. Ja, das war natürlich jetzt ein Problem. Ja, da hätten wir natürlich jetzt einen richtig geilen Move machen können. Aber er darf nicht searchen. Wir müssen das so sehen, er kann nicht searchen. Er kann anscheinend ja eh nichts machen. Das heißt, ja, das ist okay, würde ich sagen. Das ist okay. Das ist okay. Warte, bei Isolde muss ich nochmal lesen. Isolde war meines Wissens kein Quick-Effekt. Na, nee. Achso, er darf sich was adden. Okay. On Summon kann man adden. I see. So, wenn er jetzt nichts macht, dann hat er den nächsten Zug verloren. Okay, er macht das. Solange diese Karten ausgesetzt sind, kann er vorher... Warte. Solange diese Karte ein Monster ist, du kannst ein Feuermonster Krieger in der Friedhof wählen, dann zerstört er, falls er den Friedhof findet. Okay, das macht erstmal gar nichts. Warum macht man das? Okay, Scherbe der Gier, ja, das ist vollkommen okay. Wir gewinnen nächsten Zug, also es sollte jetzt kein Problem darstellen. Pass einfach. Er passt! Hier war der Draw. Er passt. Oh mein Gott, er passt. Oh mein Gott, wir haben sogar einen Tribut-Monster gezogen. Warte, falls die Gedanken auf den Friedhof gelegt werden, du kannst einen Feuerkrieger und so beschweren. Okay, jetzt ist ja egal, weil wir machen das und graben uns den jetzt hier wieder. Ja, dann rufen wir den. So, dann nutzen wir seinen Effekt.
Und werfen jetzt. Der ist eigentlich egal. Haben sogar noch einen Eruption dann. Den weg. Und rufen den. Nein. Dann beschwören wir den. Möchtest du ohne Tribut? Nein. Möchtest du eine Tributbeschwörung durchführen? Ja. Rotieren wir den. Gehen den rein. Jetzt nur ein Effekt. Wir können die Hand gucken. Wenn wir safe hier Utikan können. Okay. Ich, Falls dann auf den Versuchsnamen, du kontrollierst den Kampf. Du kannst eine ganze Spezial von Karte gegen einmal sagen. Falls diese Karte den Kampf oder keine Fetisch hört. Okay, dann nehmen wir ihn. Sehr egal. So, und jetzt haben wir 2-9. So, und jetzt kommt's. Ausrüstung, das kann ich auch. Es nervt ein bisschen. Juhu! Der heulende Wind! Reicht das schon? Ja, reicht, aber... Juhu! When! Ja, nehmen wir doch mit. Läuft hier. Und direkt hier Bronze 2, Leute. So muss das. So, wir sind bald in Silber schon. Wir laddern und wie wir das tun. Jetzt Shop. Geil, Mission freigeschaltet. Okay, ach, Gegner gibt auf oder was? So, stimmt. Hat ein Gegner aktiv aufgegeben schon gegen uns? Pack kaufen! Whee! Ultra! Oh, bitte. Keine team-eigene Karte. Wir können jetzt so Full Power kriegen. Okay, was haben wir? Was ist das? Oh, 2-1. Wenn diese Karte, wenn der Effekt eines Fangmons aus einer Zauber empfangen wird, zerstört die sich auf den Karten Spielfeld. Falls eine Abenteuerspielmarke. Nein. Oh. Du kannst nur einen. Falls du einen Hexer kontrollierst, kannst du die Karte spezial beschwören. Apropos Spielzug während der Endphase deines Gegners, falls du die Karte in Friedhof befindest, du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst, zerstörst und falls du nicht tust, beschwöre diese Karte spezial. Okay, Erde, das könnte interessant werden. Oh, Magnite! Falls zwei oder mehr Karten in derselben Spalte liegen, kannst du die Karte spezial beschwören. Du kannst ein Magnite, einmal pro Spielzug diese Art kannst spezial beschwören. Falls eine Karte eines Gegners in der Spalte dieser Karte durch Kampf zerstört wird und auf dem Spielfeld verlässt, du kannst einen Magmonster spezial beschwören. Der 3000 Defense, der packen wir sowas von dem Deck, Alter. Nein! Oh, jetzt hab ich's. Ja, egal. Utopia für. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Keine Themenkarten, sag ich! Das ist. Ey, Doppel oder nichts. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir Doppel oder nichts gegen einen Magnite? Der ist ja eine 10 von 10. Magnite, so starke Karten auch. Magnite, so starke Karten auch, ne? Also, Magnite, rein da. Raus, nehmen wir dafür... Magnite. Er ist schon Minus, ne? Hätten wir den eben rufen können? Ja, hätten wir. Na ja, komm, wir nehmen den kleinen... Wir gehen ja eh Second. Jetzt haben wir so einen Grund, Second zu gehen. Nehmen wir den Fratz hier raus. Die Handkarte, das schon. Tut schon weh, die Handkarte zu verlieren. Tut schon weh, Handkarte zu verlieren. So. Rein da. Ab zum nächsten Win. Wir dürfen aussuchen, wir gehen jetzt. Sehr gut hier. Wollen wir doch so. Was haben wir denn jetzt hier? Okay. Ey, das Spielfeld ist auch sehr beliebt, ne? Hand ist solide. Hätten wir mal mit anfangen können. Das sieht schlecht aus. Sobald Gegner 15 extra der Karten hat, sieht schlecht aus. Immer schlechtes Omen. Aber vielleicht... Ey, komm! Du kannst auch zum Essen gehen. Musst jetzt aufhören, leider zu spielen. Einfach aufgeben ist auch vollkommen okay. Ja, oder einfach passen. Jetzt macht er mir Hoffnung. Ich hasse das, wenn der Gegner mir Hoffnung macht. Oh, Dino. Oh, Dino. Oh. Ja, würde ich sagen, Dino.
beschwören. Jetzt die Frage, ne? Also, das wären halt... Das wäre halt mehr, ne? Das wäre halt schon 3000 Schaden. Das ist natürlich besser, aber ne, ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir gehen hier... Oh, jetzt kommt Maxi. Ne. Gehen wir in die Battle Phase. Und greifen an. Das ist ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt setzen wir das und das und... Ich meine, haben wir wenigstens safe nächsten Zug einen 3-4er, theoretisch. Wende bis zum Ende des Spielzugs, den es geht, den Effekt nicht. Jedes Mal, wenn das geht, dann Kampf zerstört. Du kannst die unterste Karte deines Decks vorzeigen und sie auf und unter den Deck. Falls das vorgezeigte Karte ein Drache, Dinosaurier oder Wurmmonster ist, ziehe für jede 1000 egal Monster eine Karte. Du hältst jede gezogene Karte 1000 nächsten Schaden. Die Karte ist voll krass. Was ist das eigentlich für eine komplett gestörte Karte? Das da. Ey, es ist doch nicht wahr. Wie oft wollen die denn das da haben? Ey, der Counter für das da ist auch unendlich hoch gegen mich. Ach komm. Guck, Hoffnung. Ja, genau. Nee. Lächerlich. 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 Vor allem meine Trap hätte einfach Tempel zerstört. Wir hätten eine Chance gehabt. Nee. Ich bin sauer. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich bin sauer. Ich bin wirklich sauer. Immer diese Hoffnung. Immer diese Hoffnung. So, komm. Zweiter, okay. Ach, Mann. Ohne das da. Wirklich ohne Backroom-Movil. Wäre einfach in die Battle Phase gegangen, hätten wir es wirklich aufhalten können. Und dann wäre die Trap sogar Auto-Win fast gegen den. Ach, Mann. Ey, das ärgert mich doch schon wieder. Warum denn diesen? Warum denn diesen hier? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt ist aber auch hier der Wurm drin. Wahrscheinlich machen wir das, ey. So, Leute. Wir beruhigen uns kurz. Und jetzt geht's hier wieder gut. So, jetzt machen wir hier den Gegner wieder platt. Mit unserem mächtigen Deck. Guck mal, auch hier. Anfänger. Sehr schön. Anfänger wie wir. Wir lassen ihn anfangen. Zeig, was du kannst. Oh, nee, zeig nicht, was du kannst. Zeig einfach gar nichts. So ein Ding ist das. Zeig gar nichts. Niemand macht dir Vorwürfe. Alle finden das okay. Transfigurierungsgeld gezogen, beste Trap, sehr schön. 14 extra Karten, so gefällt mir das. 14. Eine fehlt da. So. Pass! Noch besser für uns. Komm. Außerirdischer Schädelsucher, oder wie der heißt. Nein, okay, egal. Wir gehen rein mit Licht. So. Wir gehen in Battle Phase. Flop. Ist okay. Ganz entspannte Nummer. Hallo. Setzen. Pass. Er macht keine Faxen da drüben. Boah, ich bin schon dankbar, dass wir 1,8 haben. Ne? Überleg mal, was wir früher hatten. Früher hatten wir nicht mal 1.800. Das war so... Das ist so huge, so 1,8 einfach haben. Das ist einfach Cybers, ey. Was für Cybers, ey. Naja. So, Gegner überlegt. Gegner überlegt viel, muss ich sagen. Kann ich direkt angreifen, ne? Ah, es wäre so bast. Also, ich weiß nicht, wann die Karte rausgekommen ist, in welchem Set. Aber ich fände es nicht mal unfair, wenn man damit direkt angreifen darf. Hero. Okay, jetzt wird's wild. Was holt er? Holt ihr Shadow Mist? Okay, es ist winnable. Noch ist winnable. Oh, wird aber schwer. Er überlegt sehr lange.
Also er weiß nicht so ganz, was er macht. Aber okay, das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Bisher auch beide schwächer. Das war wahrscheinlich eine Exit-Beschwörung. Ich sag mal so, Utopia, Utica versucht er. Ja. Also. Bisher sind beide schwächer. Aber wie gesagt, ne? Oh, ersetzt, okay. Ich wehre mich dagegen gar nicht. Er passt darauf, ne? Es sieht hart nach einem Pass aus. Passt er darauf? Also, wie gesagt, ich sag da mal. Also, oh, er passt drauf. Das ist wild. Also, ich habe da ehrlich gesagt gar nichts gegen. Aber die Setcard macht mir ein bisschen Angst. Oh, Verschinosaurier. Ich glaube, den rufen wir. Achso, ich muss das mal hier ausmachen jetzt. Ich glaube, wir rufen den Verschino, weil. Er hat Tuna. Wir haben leider auch. Wir haben leider nichts damit. Ich glaube, wir schon den Dino einfach. Der hat auch irgendeinen Effekt, den ich gar nicht weiß. Fällt mir gerade ein. So. Damage Step. Wir können Damage Step was aktivieren. Er nicht. Sehr schöne Sache. Er kann was. Wir können was in Damage Step aktivieren. Er nicht. Sehr schöne Sache. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach ganz entspannt hier unseren Zug ab. Ja, das ist doch schön. Was sagt der nochmal? Der Gegner kann seine Monster, die selbst wie ein Eskamp-Monster nicht erzielen kann. Der Gegner kann keins seiner Monster in derselben Spalte. Zielkern-Effekt aktivieren. Wenn der Effekt eines Monsters Gegner kontrolliert, aktiviert wird, ein Effekt, kann sein Eskamp-Monster in der Hand verwandeln. Okay. Stratos, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Stratos Effekt, okay. Das ist vollkommen fein. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt hier das im Pfad. Ah, da ein bisschen zu late gezogen, muss ich sagen. Also für uns. Oh, Shadow Mist, okay. Ja. Ah, ist die Frage, ob wir den nächsten Zug geben wollen. Das sind 3-6, ne? Battle Phase, End Phase, okay. Das ist ja erstmal halb so wild. Erstmal halb so wild. Okay, das ist natürlich auch halb so wild. So, jetzt gehen wir auf Equip. Wie schade ist das? Jetzt gehen wir den. Es wäre schon genug, ne? Boah. Mit Schneemann wäre auch Game. Spiegel. Wenn ein Monster einen Angriff durchgleich hat, an den ein Ordnungsmonster als Ziel wählt, das kontrolliert, vertausche die Kontrolle über das angreifende Monster deines Gegners mit dem gewählten Monster, das du kontrollierst, berechne den Schaden. Die Kontrolle über beiden Monster dafür zurückgetauscht. Boah, das ist ärgerlich. Da müssen wir jetzt ja durchlassen, ne? Schade. Können wir doch nicht Game machen. Aber es bringt auch gar nichts. Es wird trotzdem beide zerstört. Also das hat ja mäßig was gebracht. Wir können das Duell nicht beenden, leider. Aber okay, wir holen uns das. Wir haben drei Varianten, ein starkes Monster von ihnen im gegnerischen Zug zu outen. Drei. Drei Möglichkeiten. Drei Stück. So, und Shadow muss auch erstmal nochmal spezial beschworen werden. Okay, Verstärkung für den Mähen. Ja, das, gut. Das Problem hat sich damit erledigt. Er wird ja wahrscheinlich ihn hier öfter spielen. Nee, okay, oder Goblin. Haha, lol. Ja, gut, aber das passiert natürlich. So, das ist. Okay. I see. So, wir haben Wincons. Wir können sogar ihn reinrennen lassen. Jedes Reinrennen kann auch Game bedeuten. Also, wir müssen gucken. Shadow Mist kommt. So, Shadow Mist Effekt. Du kannst. Ja, verwandte Karten. Achso, so viele verwandte Karten. Na gut. Ja, ist auch okay. So, was holst du dir? Wahrscheinlich Maskenwechsel. Das ist ja höchstwahrscheinlich klar. So, Maskenwechsel. So, wähle einen Helm und Kontrolle. Leg es auf den Friedhof, danach. Also, ich verlasse habe, beschwöre Maske.
Okay, das heißt, wir können das countern. Wir können das Ganze countern, ne? Wähle einen Heldmann zur Kontrolle, das lege es auf den Friedhof. Zusätzlich danach, falls es das Spielfeld durch diesen Effekt verlassen hat, beschwöre ihn. Ja, okay. Das heißt, wir können es countern mit Zwangsbegründungsgerät. Und wir countern das auch. So, mein Lieber. Das ist meine Wincon. Maskenwechsel verpufft. Was willst du jetzt tun, hä? Was willst du jetzt tun? Es liegt Game bereits auf dem Board. Es liegt... Ja, Pass, okay. Ich weiß natürlich nicht, was Set ist. Set kann natürlich jetzt hier alles umdrehen. Oh, okay. Ja, wir machen nichts. Ja! 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 Genau so nämlich. So und nicht anders. Wir zerstören einfach Helden. Einfach Heldenzerstörer sind wir. So ein Ding ist das. So, Rap Screw Rabbit. Gut gemacht. Einfach Heldenzerstörer. So. Jetzt ab in den Shop. Was haben wir denn da? Wir haben Master Pack. Und wir sind fast bei Legacy Packs auf 30. Das heißt, wir können wir 10 öffnen. Okay. Diesmal kein Holo, aber Utopia. Okay, Utopia sagt krass. Okay, mal gucken, ob Utopia krass ist. Oh, Upgrade. Okay, Utopia ist wirklich krass. Keine Themenkarte. Alles außer Themenkarten. Okay. Da haben wir wieder Themenkarte. L für jedes normale Falle in unterschiedlichen Namen. Friedhof 400 ATK. Du kannst die Falle. Falls eine Falle aktiviert wird, du kannst die Karte an Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Ist gar nicht so schlecht, aber die hat halt Stufe 7. Die Stufe 6 wäre die gut. Bujin-Störung. Cool. Wähle ein Bujin-Monster. Warum denn Themenkarten? Edelstein. Wieder Themenkarte. Was ist das? Aktivierte Karte, die du ein Synchro-Monster wählst. Warum Synchro? Oh, 1-8. Ein Euro Spielzug, du kannst die Karte im Fettknopf holen zu ändern. Falls die Karte aufgedeckt wird, du kannst ein Monster auf den Spielfeld bis Anzahl andere getriebene Monster zu kontrollieren, zerstören. Das ist lustig. Ja, Wasser spielen wir auch. Ja, Stufe 7 spielen wir auch. Okay, der ist lustig. Der ist lustig. Der ist Maschine 1-8. Erde. Der ist wirklich lustig. Ich glaube, wir können den noch nicht einbauen. Aber wir haben diverse Maschinenelemente. Wir haben sogar dieses Spell, die Maschinen edit. Der ist halt Licht. Der ist Dark. Der ist auch Dark. Der ist halt für ihn da, ne? Fällt gerade auf, das können wir mal eben gucken. 506. Was haben wir denn da? 1-3. Ah, den haben wir durch den Gratis-Pack bekommen. Lol. Also dürfen wir nicht spielen, den können wir auch zerlegen. Die Frage ist, ob wir den Dino überhaupt spielen wollen. Aber wir haben ihn auch noch, ne? Ja, aber wenn wir ihn haben, wollen wir nicht ihn abwerfen zum Spezialbeschwören. Wir haben nur noch den. Also eigentlich ist der gar nicht so geil. Haben wir noch irgendwas Stronges? Oh, Malicious, ey. Was denn so hier so? 2-2. 2200. Das ist Shitstarter. Gefällt. Ja, du, das ist aber jetzt auch dann doch ein bisschen ernüchternd am Ende. Wir haben hier 2-3 und hier nochmal 2-3. Ja, der. Ja, okay, dann einfach noch 2-3. Aber es bringt halt nicht ein 2000-Attribut dazu zu haben. Aber es bringt for real nix. Also, den können wir halt schon rausnehmen. Haben wir irgendwelche sinnvollen Spells. haben wir noch irgendwelche sinnvollen Spells und Traps? Funderfusion. Ist krass, wenn wir Funderfusion haben, ne? Aber. Counter, Feld, Barrier, Kräftungsschild. Armin ist blockt einen Angriff, ne? Komm. Zum Tribut beschwören, ganz gut. Zum Stallen.
Ist überhaupt nicht strong, aber ist auch nicht, ist nicht schlecht, so. Komm. Jetzt, ey, das wäre krass, ne? Win wäre Silber plus 2 Legacy Packs, wäre plus 10 Legacy Packs open. Wäre krank, wäre crazy. Wäre crazy. Okay, das sieht schon mal gut aus. Keiner, der 100 Edelsteine ausgibt in seine Accessoires. Kann auch sein, dass er seine 100 Edelsteine ausgegeben hat, seine 100.000 Edelsteine ausgegeben hat für sein Deck. Dann ist vielleicht doch Accessoires besser. Was haben wir denn da Schönes? Ah, es sieht nach 15 aus. Das ist schlecht. Hand ist gut. Nein, nicht 15, 14. Okay. Okay, okay. Mal gucken, was er spielt. Wieso 14, Alter? Wirklich, warum 14? Also 15, okay, aber 14? So. Ja, ich merke schon, die Kombo ist kompliziert, die er da hat. Nein, die Kombo ist wirklich kompliziert, die er hat. Ah, ich wüsste nicht, wie man das jetzt verbocken kann hier. Ich glaube, das ist ein Win für den Gegner. Ich glaube, das ist ein Win für den Gegner. Ist auch wild, die Wahl. Ich glaube, wir haben ihnen das so gegeben. Er hittet. Spielt die? Okay, okay. Also, das Ding ist folgendes. Wenn Noir kommt, mit Unaffected haben wir verloren. Also Instant. Wenn Noir kommt mit wenig ATK, hätten wir hier mit einem Instant Out. Also theoretisch ist das gar nicht so schlecht. Was macht er denn jetzt? Okay, von mir aus. Also, ja! Ja! Wincon Disconnection! Wincon Disconnection! Wincon. Na, shit. Direkt. Wincon Disconnection, das wär's. Ist das kostenlos Return? Oh, ist nicht. Der Effekt Veil hätte uns ganz schön aus dem Leben genommen. Also wir können auch sehr viel ATK aufbringen. Was macht er eigentlich? Ich glaube, er weiß nicht, was er macht. Ich glaube, er spielt Pearly zum ersten Mal. Pummelig. Okay, also der Weg scheint... Okay, also der Weg scheint ja richtig zu sein. Er kommt schon auf drei Materialien. Jetzt können wir eine Pearly-Karte vom Deck hinzufügen. Es wären schon vier. Sieht schlecht aus. Es wird eine Noah. Street. Okay, das wird erstmal keine Noah. Aber kann so viel Follow-up generieren, ne? Okay, er macht pummelig, nicht pummeliger. Mein Glücksgefühl ist nicht mal schlecht. In der Theorie. Ist ein Quick-Effekt, oder? Ja. Okay, pass. Also, er hätte halt safe Noah holen können, aber er wollte es ja nicht. Aber er darf ziehen. Ah, er darf ziehen. Nur noch eine Karte. Ja, Glücksgefühl ist jetzt ja, nicht problematisch. Nicht aktiv problematisch. Draw. Okay, das kann relevant werden. Also ich sehe das noch nicht verloren hier. Aber ich sehe es halt auch noch nicht gewonnen.
Welcher hat der drin? Köstlich, ne? Was war das nochmal? Okay, ist der Heldartiker. So, dann machen wir das doch so. Ja. Aber hier mal seinen Effekt. Wäre übrigens sehr lustig. Weil es natürlich noch stärker wird. So, jetzt können wir hier das aktivieren. Dann bumpen wir ihn permanent. Zahlraten Linksmittel, wenn du auf dem Monster das kontrollierst. Das. Wir ändern das ja. So, jetzt ist es stärker. Warte, wurde irgendwer mit Dings gewählt? Kann ich nächstes Mal durch den Karneffekt nicht zerstören werden? So, gehen wir in Battle Phase. Wie viel hat der? 2. Wie viel hat der? Kein. Okay, gehen wir in Battle Phase. Ah, müssen wir. Machen den platt. Ja, das ist, wie gesagt, vollkommen okay. Der kann auch 5 haben. Theoretisch. Leider triggern jetzt alle Effekte. Ja. Aber das wird noch ein Riesenproblem werden. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können, deswegen. Also, meine Freundin und Street sind so broken. Ja, also eigentlich können wir das... Ja, es ist eigentlich hoffnungslos. Der Plus, der generiert wird, ist so mächtig einfach. Ja. Ich meine, er spielt das Deck neu und er kann das Deck nicht so gut, aber dieser Plus-Generation, er grindet uns halt komplett out. Er macht so, ich zerstöre ein Monster von ihm und er kriegt halt irgendwie 5 Karten oder so. Es ist halt, weiß ich ja nicht, wie ich dagegen ankommen soll. So, genau. Hier, gegen BG9, Dark Magician, Cyber, Galaxy, kommen wir bestimmt gut an. Eine wilde Kombo, ne? Galaxy als Deck auswählen, aber Dark Magician dann haben, ist so auf jeden Fall wild. Da hätten wir auch anfangen können, ne? Da hätten wir natürlich auch anfangen können. Aber ein... Oh! 8 Karten. Oh nein, Blue Eyes, ey. Oh nee. Das ist schlecht. Der Alternative. Boah, ja! Bitte! Bitte sei nett! Beschwör Alternative nicht, weil du dir denkst, ja, also, dann kann ich den ja verlieren. Und lass einfach Alternative und Blue Eyes in der Hand. Ach, Mann, ey. Das ist schon ein Problem. Ich freue mich schon was sehr, sehr Starkes. Boah, Kritzels. Haben wir keinen Level 9er. Was sagt er nochmal? Schwierig an dieser Stelle. Schon schwierig. Tja, ich hätte noch einen Angriff beschwören sollen. Weil er hätte safe
safe den angegriffen. Naja, man kann nicht alles haben. Set 1. Battle Phase Attack. Der Stufe 1. Kann man damit nicht arbeiten? Stufe 5. Naja, so richtig arbeiten kann man damit nicht, ne? Okay, übertreib halt. Ich weiß, dass wir 3000 halt easy knacken können. Aber halt nicht so. Hm. Ja, okay, Jetdrache. Das war's. Jetdrache ist so busted. Jetdrache ist so busted für Low-Duelle. Ohne Witz hätte ich Jetdrache sofort im Stack. Also die Karte ist ja MVP. So, letztes Duell hier für heute. Würde wieder eine XXL-Folge für euch. Da freut euch doch. Ihr mögt lange Folgen, oder? So, wer bis hierhin geguckt hat, ich meine, gucken ja nicht alle immer komplett durch. So, freuen euch lange Folgen, ja, schreibt mal in die Kommentare. Wollt ihr lange Folgen weiterhin oder nicht? Schreibt's, wie gesagt, jetzt in die Kommentare. Sagt, was eure Länge ist. Ich weiß, viele gucken das auch gerne beim Essen. Dann übrigens, ja, guten Appetit jetzt hier. Wenn du das gerne hier beim Essen guckst. Genau. Mal gucken. Was wir jetzt haben. Oh, cool. Fehlt irgendwie ein Monster. Dezent fehlt da ein Monster. Da fehlt 100% Monster. Und unser Gegner. Haben wir nicht schon mal gegen ihn gespielt? The Selling Raid. Ja, wir haben gegen ihn schon gespielt. Ja, das hier natürlich einmal ist keinmal. Oder wie soll man sagen? Das zählt nicht als Duell hier. Das zählt nicht als Duell. Da können wir hier. Uns fehlt auch ein Monster. Das ist ja komplett. Also irgendwie weiß ich noch nicht so ganz. Wir können eh nicht runtergehen. Also wir können so oft aufgeben, wie wir wollen, weil wir gehen eh nicht runter. So, komm. Oh, das sieht doch gut aus wieder hier. Rescue Rabbit, kein Profilbild. So, komm, bitte Starterdeck. Ich meine, kann easy bis mit Starterdeck hier hinkommen. Easy. Ich meine, mein Deck ist quasi fast schlechter als das Starterdeck. Und daher. So, komm. Show me. Oh, gute Hand. Sehr gute Hand. So, komm. Ja, 11. Das ist ein Starterdeck. Starterdeck, Dude. Dude, bin ich Starterdeck. Okay, oder auch nicht. Na gut, okay, dann spielst du Götter. Das Erste, was er sich denkt, ist, ich crafte mir Götter. Das macht natürlich Sinn hier. So, Ra. Okay, weiter geht's, Ra. Darf er sich nicht irgendeine Ra-Karte suchen? Ja, er kann sich Ra hinzufügen, okay. Er denkt jetzt am Ash Blossom und Maxe. Habe ich nicht. Ra, das ist Ra. Okay, müssen wir aufpassen. Ich spiele mich doch Ra-Kugelmodus. Wir müssen im Ra-Kugelmodus drumherum spielen. Okay, pass. So, wir müssen im Ra-Kugelmonster rumspielen. Das ist halt der 100. Way to go. Wir müssen, habe ich schon gesagt, wir müssen im Ra-Kugelmonster rumspielen. Aber ist ja kein Problem, denn wir können jetzt ihn hier beschwören. Und einfach reingehen. So, nächsten Zug gehen wir dann in eine Synchro-Beschwörung. Nächsten Zug gehen wir dann in eine Synchro-Beschwörung. Und dann ist doch alles gut. So, ich werde nicht in Ra-Kugelmonster spielen. Ich muss mir das so drauf merken. Wahrscheinlich spielt auch Lava-Golem. Ja, eigentlich macht es dann sogar Sinn, vielleicht auch nicht in Lava-Golem reinzuspielen. Okay, Slash-Draw. What? Okay, das ist. Legobus-Scan des Decks. Eine Anzahl gegen oder Friedhof. Dann ziehe ich keine, dann zeig sie. Okay. Nicht dein Scheiß Ernst. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Diggi. Kann man eigentlich so viel Lack haben in seinem Leben, ey. Schon wieder das da! Immer ist das da! Kann es nicht sein! Bin sauer. Bin sehr sauer. Ich
bin sehr sauer hier. Wer ist das? Gehen wir jetzt mit ATK-Boost rein. Gehen wir mit ATK-Boost rein. Ja, falls wir den Normal Summon ziehen. Mehr 3 Gigi gemacht für dafür, also. Schon krass. Schüler. Wir verlieren den Drache, das war. Crush Dark. Sagt sie nicht, du hast Nein, er darf keine Truppenbeförderung durchführen. Diesen. Hä, warte, irgendeine Karte gibt ihm das doch, dachte. Hä? Warte. Ich dachte, irgendeine Karte gibt ihm das. Ich dachte, irgendeine Karte gibt ihm das! Irgendeine Karte gibt ihm das! Oder auch nicht! Oh, was haben wir ein schönes hier? Silber! To the Moon, sage ich dazu nur. So, Legacy Packs. Aber wir können nur eins kriegen. Wir haben auch nur eins bekommen. Verdammt, sind wir bei 9. Das ist ärgerlich. Aber egal, wir sind bei Silber angekommen. Und wir können in den Shop gehen. Und können uns wieder kaufen. Ein Pack. So, komm. Jetzt aber. Super Rare. Boah, es kann Spiegelkraft oder so sein. Es können so mächtige Karten sein. Komm. Das ist unser Super Rare. Cybers, Whitehead. Falls du zwei oder mehr Monster mit demselben Typ kommst, kannst du spezial beschwören. Du kannst da White und Iron beschwören. Falls die gerade Link von Dreier Friedhof. Ey, das ist kompletter Müll. Ja! Super! Geil! Was ist das? Für dein Ninja-Monster. Warum Themenkarten? Ah, bald haben wir Sprite komplett. Wenn ein Monster Spezial auf deine Spezial beschworen wird, werden wir Land of Monsters dein Gegner kontrolliert, verbannt das Gebiet Ziel. Falls diese Spezial schon. Du kannst hier keinen Spezial. Den, den du gesetzt hast. Die müssen wir uns merken. Natürlich. Qualle, okay. Boah, Digga, nur Themenkarten. Ah, das geht allgemein. Alter. Was ist das für ein krasses Artwork eigentlich? Dimensionsschnitt. Das ist eine gute Karte, die müssen wir uns merken. Also, die müssen wir uns merken, wirklich. Ist eine gute Karte. Ja, Leute. Legacy Packs ist dann wohl nächste Folge dran, was nice ist. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall ein Opening. Doppel-Opening dann wahrscheinlich, weil wenn wir gewinnen, kriegen wir dann ein Pack und noch ein Legacy Pack sehen. Das heißt, Deck wird nächste Folge auf jeden Fall besser. Ich freue mich drauf. Lief doch ganz gut. Auch wenn, Alter, das da, was ist denn los hier damit? Aber egal, Leute. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.